Hallo, herzlich willkommen, Oliver Schirmer hier zu einer weiteren Folge unseres Erfolgsimpuls. Heute die Nummer 2 bei mir ist wieder der Damian. Damian, viele Grüße nach Niedersachsen. Ist es Niedersachsen, wo du sitzt? Ja, es ist Niedersachsen. Viele Grüße zurück. Ich freue mich, dass ich dabei bin, dass wir heute diese Möglichkeit haben, unseren zweiten Erfolgsimpuls über den Äther zu senden. Ja, perfekt. Thema heute haben wir ja schon kommuniziert. Heute geht es mal um grundsätzliche Erfolgseigenschaften, Erfolg mit dem Empower Network Blockbeast. Und ja, legen wir am besten einfach gleich los. Ja, wir haben viel zu erzählen. Was macht Erfolg aus? Willst du was dazu sagen gleich? Ja, vielleicht ja. Wir haben ja gestern so ein bisschen in unserer Runde, in unserem Montagsimpuls sozusagen, dem Teamcall darüber gesprochen, dass wenn wir erfolgreich sein wollen, und es gibt diesen bekannten Quadranten, auf der einen Seite sind es die Angestellten und die Selbstständigen, auf der anderen Seite sind es die Unternehmer und die Investoren. Und finanzielle Freiheit ist nur auf dieser Seite der Unternehmer und der Investoren möglich. Die hier verkaufen entweder Zeit gegen Geld oder aber sie haben sich etwas geschaffen, wo sie selbstständig arbeiten müssen. Und das Erste, was es braucht, ist eine Möglichkeit, etwas zu systematisieren. Etwas, was funktioniert, wenn ich persönlich nicht arbeiten muss und es trotzdem besser wird und mehr produziert. Stichwort ist systematisieren. Wenn ich ein System habe, bin ich frei. Und wir haben darüber gesprochen, dass es zu keiner Zeit so einfach war, wie jetzt in Zeiten des Internets für unglaublich viele Menschen ziemlich schnell ein passives Einkommen aufzubauen mit dem richtigen System. Und ich glaube, dass das funktioniert, ist ja wieder ein gutes Beispiel dafür. Der Oliver, der freut sich heute nämlich unglaublich doll, denn der hat gestern so einen richtigen Schub gekriegt, ne Oliver? Mal wieder, ja. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, was ist gestern bei dir, als du aufgewacht bist, morgens noch schlaftrunken vor der PC-Kiste an. Was ist da passiert, als du in deinen Account reingeguckt hast? Was ist da passiert? Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin nicht ein Freund jetzt, der hier jetzt hier mit Geld verdienen und Zahlen um sich schmeißt und wie toll, wie viele neue Partner sich angemeldet haben. Es geht darum, dass du ein System geschaffen hast. Genau, und darauf will ich hinaus. Es geht darum, dass gestern wieder der beste Beweis war, dass ein System, das funktioniert, funktioniert. Ja? Und es war einfach die Situation, ich habe meinen Computer angeschaltet und ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel es waren, aber es waren 12 Leute, die sich über das System quasi über die letzten 2 Nächte in das System eingetragen haben, also Vertriebspartner oder Partner bei Empower Network geworden sind, die eben jetzt auch aktiv das Blockbeast nutzen wollen. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Und wenn man bedenkt, dass ich vorher mit denen keinerlei Kontakt hatte, zeigt es einfach, dass das, was wir schulen, dass das, was wir in unserem Training, so wie wir es gestern auch geschult haben, zeigt einfach, dass es funktioniert. Und das ist, denke ich, das sollte das Ziel sein, dass jeder über so ein System verfügt und es einfach schafft, dass Menschen von alleine auf einen zukommen. Ja. Und dann macht natürlich das Ganze richtig Spaß. Naja, und du musstest vor allen Dingen noch nicht mal was dafür tun. Du hast geschlafen und das Ding hat sich entwickelt. Absolut. Warum? In deiner Abwesenheit hat das System gearbeitet. Und das ist ja die Idee hinter dem System. Wir brauchen am Anfang richtig Energie, bis das System läuft. Ja. Das ist wie mit so einem Jumbo, erklärt man ja immer, der auf der Startbahn steht. Bis der in Bewegung ist, muss man die Hebel erstmal nach vorne drücken. Da muss richtig Energie rein. Und wenn der abgehoben ist, auf Flughöhe ist, dann wird es leicht. Dann kann man Gas zurücknehmen und da oben ist ja alles frei. Richtig. Und das ist das Spezielle am System. Absolut. Ich muss aber dazu sagen... Dann haben wir darüber gesprochen, dass es zum System... Vielleicht noch kurz... Du willst was sagen? Ja, vielleicht noch kurz zu dem Thema System. Ein ganz wichtiger Punkt ist einfach das Durchhalten. Ich habe jetzt mittlerweile
knappe 3 Jahre Bloggen hinter mir, mal regelmäßiger, mal unregelmäßiger. Und seit ich mit dem Blogbeast arbeite, ja, und regelmäßig am Bloggen bin, also regelmäßig meine ich täglich, ja, als ich die Entscheidung getroffen habe und das System, so wie es sich rauskristallisiert hat, konsequent anwende, ja, seitdem hat sich eben einiges verändert, ja, und es haben sich viele positive Ereignisse entwickelt. Lange Rede, kurzer Sinn, ein ganz wichtiger Punkt ist einfach durchhalten, ja. Wie gesagt, bei mir hat es 3 Jahre gedauert, bis ich wusste, an welchen Schrauben ich drehen muss, dass ich Erfolg produziere, aber das ging nicht ohne Durchhalten, ja. Wenn ich nach einem Jahr schon die Flinte ins Korn geschmissen hätte, ja, wäre eben das Ganze so nicht möglich, wie es heute ist. Also das nur noch als kleine Anmerkung. Die haben doch jetzt eigentlich den Vorteil, dass sie keine 3 Jahre brauchen werden. Absolut. Sondern sie kriegen jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um einfach durchzustarten. Die können aus der Erfahrung, die du gemacht hast, die ich gemacht habe mit dem System, können sie jetzt schöpfen, sie brauchen nicht mehr so viel ausprobieren, sie brauchen das nur noch tun. Genau. Und nochmal zu deinem Durchhalten. Dieses Durchhalten, das erwächst auch, das wurzelt doch im Verlangen. Ja. Die Menschen, unsere Zuhörer müssen wirklich wollen, die müssen sagen, ja, ich will das wirklich. Die müssen ein großes, mächtiges Warum haben. Ein Brennen, ich sage immer, das Feuer in den Augen. Das brauchen wir auch keinem erzählen. Es ist eben kein Spiel, das ist kein Spaziergang durch irgendeinen Park, sondern das ist eine Herausforderung. Es geht darum, mal 3 bis 5 Jahre lang richtig Gas zu geben, sich ausrichten, Engagement zeigen, vielleicht ab und zu auch hart arbeiten. Aber das mit dem Hartarbeiten, das braucht man nur in der Anfangsphase. Und die meisten von unseren Zuhörern, die arbeiten sowieso schon hart. Und der Unterschied ist, dass wenn sie das hier tun, dass sie dann wenigstens frei und reich werden. Das ist das Schöne an einem System. Genau, absolut. Das Entscheidende ist, denke ich, auch, das System ist das eine, aber entscheidend ist auch, ja, sich richtig zu positionieren. Und da, du weißt ja, das ist immer so mein Lieblingsthema ein bisschen, im Zielgruppendenken, ja, und sich dort positionieren, wo die Zielgruppe ist, ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ich habe da so einen schönen Spruch schon gelesen, ja, wo, und den habe ich so für mich übernommen, und ich sag, und der geht wie folgt: Wenn du Kunden hinterherlaufen musst, ja, dann bist du einfach falsch positioniert. Und wie sagst du immer so schön, man muss sich einfach positionieren, da wo die Masse hinläuft, ja, und als Erster da sein. Und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Naja, wir hatten das ja auch gestern schon in diesem Beispiel, dass mein Vater dabei hat gesagt, ja, ich mache so unglaublich viel. Ja, stimmt. Und ich kann auch so viel, das kann ich alles gut. Das mag alles sein, nur draußen nimmt sie dann jeder wahr als, die hat so einen riesen Bauchladen. Wenn sie aber anfängt, sich auf eine Spezialität zu konzentrieren, darüber zu schreiben, das nach außen zu tragen, dann gewinnt sie Fans zu diesem Thema. Und wenn sie die Fans gewonnen hat, also Kunden, Freunde, Fans gewonnen hat, dann kann sie denen diesen ganzen anderen Rest doch immer noch anbieten. Ganz viele denken, wow, wenn ich mich jetzt spezialisiere, dann geht irgendwo was an mir vorbei. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich mich spezialisiere, dann kommen Menschen in meine Richtung, werden Freunde von mir. Und in dem Moment kann ich ihnen auch die anderen Dinge erklären, die ich drumherum noch tue und kann weiteres Geschäft machen. Also es geht eigentlich einfacher, richtig? Richtig, absolut. Es ist wie, also man sieht es auch bei großen Unternehmen. Große Unternehmen haben nicht angefangen, indem sie hunderte Produkte haben. Ja, es gibt ja viele innovative Unternehmen, aber die so richtig erfolgreichen Unternehmen haben viele angefangen, indem sie spitz in den Markt eingedrungen sind. Ja, sie hatten eine Kernkompetenz, die sie stark gemacht hat. Ja, und dann später kam erst die Produktpalette dazu und man hat sich eben erweitert und ich sag mal andere Märkte erschlossen, aber ich bin da immer so ein Fan davon, spitz in den Markt rein und dann kann man später immer noch breit streuen, aber es ist einfach halt wirklich, es ist einfach so, es ist eine Entscheidung fällig, ja, und zwischen dem Erfolg, ja, von der Sache liegt immer eine Entscheidung und ich muss mich entscheiden für etwas oder gegen etwas und dieses Zwischending, ich möchte das eine nicht loslassen, aber das andere haben, ist immer schwierig, ja. Naja, dann haben wir ja gestern auch noch dieses Thema gehabt, da gibt es dann die wollen immer alles ganz schick machen und alles ganz toll machen und das tollste Design und so weiter.
Thema war Perfektionismus und dazu haben wir gestern gesagt, naja, Perfektionismus ist immer dann gut, wenn es der Sache dient und sie voranbringt. Und Perfektionismus ist immer dann hinderlich, wenn es die Menschen einschränkt, und zwar einschränkt, nicht in die Handlung zu kommen. Ja. Ich sage immer, fang doch erst mal an. Fang an und verbessere hinterher. Aber fang an, komm in die Umsetzung. Wir lernen viel mehr und erreichen viel schneller, wenn wir erst mal machen, erst in die Umsetzung kommen. Und dann hinterher weiter verbessern, so dass die Umsetzung immer und immer besser wird. Ja. Nicht andersrum, nicht immer schön und hier und da und bla. Komm doch erst mal in die Umsetzung, dann mach's schön. Das ist eine ganz, ganz klare Botschaft in ganz, ganz viele da draußen, die das vielleicht mal hören. Komm in die Umsetzung. Du wirst mit dem Umsetzen mehr erreichen als mit 50 Jahren Planung. Ja. Das ist ja auch das Schöne gerade am Blogbeast, ja, weil Positionierung, dieser Perfektionismus, ja, das ist ja eine ganz, ganz schlimme Krankheit meiner Meinung nach, weil sie hindert eigentlich den Fortschritt. Natürlich sollte zum Beispiel, wenn wir einen Blog nehmen, ja, sollte das Design passen. Um Gottes Willen, das sollte ansprechend gestaltet sein, ja. Aber letzten Endes verfolgt man ja immer mit dem Blog auch ein Ziel, ja. Und der Blog muss dem Ziel dienen und nicht dem Aussehen, ja. Und mir persönlich ist ein Blog, der vielleicht optisch nicht so ansprechend ist, mir aber täglich Leads bringt, lieber, wie die schönste programmierte Webseite, die ja mir keine Ergebnisse produziert. Und das ist das Schöne auch am Blogbeast, dass der Großteil dieser Arbeit eigentlich schon erledigt ist. Ja? Der Blog ist so optimiert, dass man damit sehr gute Ergebnisse erzielen kann und das mit ganz, ganz wenigen Handgriffen. Natürlich ist es auch hier so, man kann ein Grafikstudium machen und eigene Banner entwickeln, alles kein Problem, aber es ist nicht notwendig. Ja? Weil letzten Endes kommt es aufs Ergebnis drauf an, ja. Und genau das, du bist bei dem Punkt, das Einzige, was zählt, ist das Ergebnis. Und das Ergebnis bedeutet entweder Lead oder Umsatz. Alles andere spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst die hässlichste Homepage haben, die ist in Ordnung, wenn sie so viel verkauft. Und du kannst die schönste Homepage haben und die schmiert ab, weil kein Mensch besucht sie. Das ist wie mit dem Shop draußen im Laden. Ist das Thema Marketing, ne? Ja. Ich habe den schönsten Laden, stehe da drin, ich habe die tollsten Produkte, aber kein Mensch kommt durch die Tür. Dann bin ich pleite. Wie ist das Wort pleite? Absolut. Und was ich machen muss, ich muss Marketing betreiben, ich muss es verkaufen, ich muss rausgehen und sagen, hey Leute, hier ist meine Information. Diese Information hat einen lebensverbessernden Wert. Diese Information, die ich für dich habe, hat mehr Wert für dich, als ich im Geld jemals dafür nehmen könnte, weil sie ist zu großartig. Es geht um Marketing. Schreiben, vermarkten. Das ist ja auch das Schöne am Bloggen, ja, dass wer regelmäßig, also mit regelmäßig meine ich täglich, ja, zum Beispiel bloggt, das Ganze vermarktet, ja, der hat da eine unheimlich große der hat viele Möglichkeiten, ja, wie er an seine Zielgruppe herantreten kann. Und es nimmt einem so viel Arbeit ab, ja. Also Bloggen ist kein, weil oft höre ich das, ja, dass viele sagen, oh, da muss ich Artikel schreiben, muss zusätzlich was machen. Viele haben so das im Kopf, das ist zusätzlicher Aufwand. Nee, ist es nicht. Es nimmt unheimlich viel Arbeit weg, ja, weil wir mehr über unsere Zielgruppe kennenlernen, weil wir Service anbieten können, wir können kommunizieren, ja. Es sind alles Tätigkeiten, wo uns dann später das Ganze einfach erleichtern, ja, wenn wir mit unseren Kunden dann auch im Dialog sind. Und die Zukunft ist ja sowieso meiner Meinung nach das Infomarketing, ja. Wie hast du gestern so schön gesagt, wir sind Infopreneure. Ja, wir sind Infopreneure. Ja. Also es gibt ja diesen klassischen, es gibt einen klassischen Begriff des Entrepreneur. Ja. Ne, des Unternehmers mit seinem Werk und so weiter. Und jetzt heute, in der Zeit des Internets, geht es um den Infopreneur, um den Informationsunternehmer. Und das trifft das Blogging zu 100%. Das ist sowas, so eine Art, ich nenne das auch Infotainment. Also Leute, Menschen mit Informationen zu unterhalten, aber die Information muss von der Qualität so sein, dass sie etwas verbessert,
Entweder lache ich darüber, dann habe ich ein gutes Gefühl. Oder ich kriege einen Impuls, mich besser zu ernähren. Oder wie ich mehr Geld verdiene. Oder wie ich in der Partnerschaft, wie ich meinen Traumpartner finde. Oder wie ich mein Inneres, meine Harmonie verbessere. Oder was auch immer. Das ist Infotainment, wenn Information Spaß macht. Ja. Und darum dreht es sich doch im Internet. Deswegen sind doch so unglaublich viele Menschen stundenlang vor ihrem Facebook-Account. Das ist Infotainment. Und wenn man Infotainment mit einer unternehmerischen Tätigkeit verbindet, dann bin ich Infopreneur. Absolut, ja. Ja. Und deswegen auch, vielleicht, du hast jetzt das Blogbeast Empower angesprochen, es ist eine unglaubliche Chance. Für all die Menschen, die sagen, entweder mein Kontostand, mit dem bin ich nicht zufrieden. Oder die sagen, naja, mit meinem Job bin ich nicht so ganz zufrieden. Und die sagen, oh, ich will endlich mehr, ich will mehr Selbstverantwortung, ich will mich endlich frei entfalten. Dann gibt es dort ein System, das ist vorgedacht, das ist getestet, das ist ausgerichtet, das hat Power, das hat Autorität im Internet. Und wenn man damit was macht, dann habe ich ein Produkt, das passt in die Zeit, es passt in den Markt, es wird nachgefragt aufgrund seiner Einzigartigkeit. Kurz gesagt, es ist sexy. Ja. Und wenn ich so ein Produkt habe, dann kann ich damit alles erreichen, was ich will. Und alleine das ist schon mit diesem System möglich. Wenn man dort viel mit arbeitet, dann kommen Leute auf das System und im System ist etwas eingebaut, was das System selbst wieder verkauft und daran kann man partizipieren. Stichwort Partnerprogramm, Affiliate-Programm von Empower Network. Wahrscheinlich eines der lukrativsten, die es überhaupt gibt. Warum? Lifetime-Vergütung. Monatliches passives Einkommen generieren. Und passives Einkommen ist das Einkommen, was uns frei macht. Ja, also. Und als wir uns kennengelernt haben, Oliver, das haben wir ja letztes Mal erzählt, war ich auf der Suche nach einer Maschine. Nach einer Maschine im Internet, die Reichweite aufbauen kann, die meine Verkäufe von meinem Hauptbusiness verändern kann. Ganz nebenbei, jetzt ungefähr 10 Wochen später. Ohne große Aktivität entsteht ein passives Einkommen von monatlich schon jetzt über 1600 Dollar. Das ist einfach nebenbei passiert, weil die Maschine das Ganze so produziert. Ja. Und das Schöne ist, wenn du das kannst und wenn ich das kann, das können das alle anderen Menschen da draußen auch. Sie müssen nur lernen, wie. Und dafür sind wir beide da. Wir gehen vor und die anderen können nachgehen. Wir zeigen genau das, was wir schon gemacht haben. Sie brauchen es nur tun. Absolut. Sie brauchen den unbedingten Wunsch, finanziell frei zu sein. Ja, also ich denke, ohne dieses brennende Verlangen, ja, geht's nirgends. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nebenbei übrigens auch noch ein ganz toller Faktor, ja, ist nicht nur das Thema Geld, ja, sondern die Arbeit mit einem Blog, ja, die gibt Freiheit, weil ich kann sie von überall von der Welt aus tun, ja, zu jeder Zeit, wo ich will, ja. Wir sprechen hier nicht einfach nur von ein paar Artikel schreiben, sondern wir haben hier, ja, man kann es eigentlich vergleichen mit einem eigenen Magazin, ja. Und wenn man das Ganze so sieht, dann kriegt das Ding richtig Kraft und Gewicht, ja. Ich kann Artikel schreiben, wann ich will, ja, wo ich will, über wen, über was ich will, ja. Und kann es natürlich dann dementsprechend auch veröffentlichen, ja. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, einfach auch sich selbst auszudrücken, seinen Lifestyle zu leben, von überall, wo man will, ja. Also gerade, ich denke da an die Menschen, überleg mal, die haben eine eigene Praxis oder so, müssen immer vor Ort sein, ja. Wenn die mal 3-4 Wochen Urlaub machen, ja, dann macht sich das in den Umsatzzahlen bemerkbar, weil die einfach nicht da sind, ja. Und das passiert halt eben mit der Arbeit, mit einem Blog nicht, ja, weil du kannst von überall der Welt bloggen. Klar, man braucht einen Internetanschluss, beziehungsweise eben ein Smartphone oder eben ein Tablet-PC, ja. Ja, also zusammenfassend können wir sagen, wenn wir hier sprechen, das, was wir den Menschen beibringen, in der Loa Academy, in dem Empower Team, in dieser ganzen Kommunikation rund ums Internet Marketing, bringt eins auf den Punkt. Es ist der größte Markt der Welt. Von dem Markt kennen wir erst die Spitze des Eisberges. Unbegrenztes Kundenpotenzial. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Das richtige Produkt, denn das Produkt ist sexy.
und es ist für jedermann erschwinglich, es kann jeder lernen und jeder, der sich dort einarbeitet, kann es innerhalb von relativ kurzer Zeit anderen erklären und jeder versteht auf einmal, in der Zukunft wird das Geschäft im Internet gemacht. Ja, vielleicht. Die meisten Menschen, die das, was wir jetzt kommunizieren, hören, erkennen ja relativ schnell, hey, ich muss dabei sein. Denn wenn ich nicht im Internet dabei bin, dann werden irgendwann die Käufer an mir vorbei zu denen gehen, die mir die Lösung im Internet parat halten. Ja, ich muss mal kurz hier Skype zumachen. Entschuldigung, hatte hier jetzt gerade einen Anruf. Macht nichts. Aber wir sind ja live passiert, ja. Ja, Damian, eigentlich gibt es da gar nichts mehr groß hinzuzufügen. Okay, also ich denke, zusammenfassend können wir einfach nochmal sagen, wichtig ist der Wille, ich muss was verändern wollen, ja. Ich muss andere Ergebnisse wollen. Und des Weiteren sollten wir uns einfach auf das konzentrieren, was uns Ergebnisse bringt. Und das Schöne an Systemen ist einfach, ein System funktioniert, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Also somit funktioniert es auch bei jedem normalerweise, wenn man die gleichen Dinge umsetzt. Wenn es einer kann, dann kann es eigentlich jeder. Du musst nur noch wissen, wie derjenige zu seinem Erfolg gekommen ist. Wunderbar. Absolut. Ja, das, guck mal, das Einzige, was die meisten Menschen von dem, von diesem Zieltrend, was andere Menschen schon erreicht haben und wo sie gerne hinwollen, das ist die Information, wie die anderen dahin gekommen sind. Hm. Alles, was fehlt, ist ein bestimmtes Wissen. Und das ist das Spannende, deswegen kann man Erfolg lernen. Denn Wissen kann man sich aneignen. Absolut. Okay, ich würde sagen, für heute, Oliver, sind wir angekommen, oder? Ja, war ein klasse Schlusswort, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Und wir wünschen euch ja viel Erfolg, viel Spaß beim Umsetzen und ja, wir stehen euch gerne zur Verfügung, wenn ihr Fragen habt. In diesem Sinne alles, alles Gute, euer Oliver Schirmer und Damian Richter. Ciao, ciao.